Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen besonderen Gast bei mir willkommen heißen kann, Herr Dr. Bender von den Kliniken des Landkreises. Wir wollen heute gemeinsam ein paar Ernährungsempfehlungen in Sachen Arthrose an Sie weitergeben. Und damit Arthrose nicht komplett spaßbefreit ist, was man da essen kann, wollen wir heute mit einem Kuchen anfangen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf die gemeinsame Vorbereitung und das gemeinsame Kochen. Bin schon ganz gespannt. Ich kenne zwar die Rezepte, aber natürlich habe ich sie nicht auswendig. Sie müssen mich da durchleiten, dass das alles gut funktioniert. Das wird sehr gut funktionieren. Wir fangen an mit der Heidelbeertarte, Heidelbeeren oder Johannisbeeren. Viele entzündungshemmende Stoffe in den Heidelbeeren und in den Johannisbeeren. Darum eignen die sich besonders, dass wir die für den Kuchen nehmen. Dazu brauchen wir einen Mürbeteig. Ich habe hier mal vorbereitet die Butter, Zucker. Wir haben dazu Vollkornmehl, Dinkelvollkornmehl und Dinkel. Auch das Dinkelmehl ist ja für viele Menschen verträglicher als Weizenmehl, darum wählen wir hier Dinkel. Und ich würde Sie einfach bitten, das schon mal hier alles in den Rührtopf zu geben. Wir brauchen noch 2 Esslöffel Wasser dazu, die hole ich noch, während Sie das hier einfüllen. Und dann können wir die Maschine mal für uns arbeiten lassen. Mache ich gerne, ja. Ja, ich denke, früher habe ich auch nicht unbedingt die Liebe für dunkles Mehl entwickelt. Mittlerweile gewöhnt man sich oder habe ich mich da ganz gut dran gewöhnt. Ich finde es auch ganz schmackhaft. Es gibt auch sehr interessante dunkle Mehle. Und zu den Beeren, die sind auch mit wenig Fruchtzucker behaftet, was auch gut ist. Weil je mehr Fruchtzucker sie haben, umso schlechter ist das wieder für ihre Arthrose. Also es ist schon eine gute Kombi, die wir da haben. Ich habe es fast alles geschafft. Genau, ich habe es abgewogen. Rezepte bekommen Sie natürlich wie immer hinterher, können Sie sich die runterladen. Es kommen noch 2 Esslöffel Wasser dazu und dann können wir die Maschine die Arbeit machen lassen. Wir haben also hier kein Ei im Teig, weil wir dann später Ei im Guss drinnen haben. So, unser Teig hat sich gut vermischt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir können ihn rausnehmen und nochmal kurz abkneten. Also hier haben wir jetzt eine Mischung aus halb Vollkorn und halb Weißmehl. Erstmal zur Gewöhnung. Ja, es ist langsam immer rantasten. Langsam rantasten. Hilft vielen, dass sie sich überhaupt an Vollkorn trauen. Man kann eigentlich Vollkorn bei ja, fast allen Kuchenarten durch Weißmehl ersetzen durch Vollkorn. Man muss nur mehr Flüssigkeit hinzugeben, dann hat man eigentlich das gleiche Backergebnis, weil das einfach durchs Aufquellen mehr verbraucht. Ich teile den Teig ungefähr in 1/3, 2/3. Wir werden 1/3 auswählen, um davon den Boden zu machen. Und aus dem anderen Drittel werden wir dann den kleinen Rand drücken. Okay. Ich habe die Backform vorbereitet. Ich habe hier unten Backpapier rein. Das soll uns auch helfen, um nochmal zusätzliches Fett noch zu sparen. Ansonsten werden ja die Formen oft gebuttert und gebröselt. Das sparen wir uns jetzt hier einfach. So, die Küchenmaschine können wir mal wegstellen so lang. Ich hätte hier ein schönes Nudelholz. Wollen Sie versuchen? Das mein Job habe ich. Das eckig zu bringen. Ja. Eckig sage ich, wir können eventuell noch ein bisschen Mehl unten drunter geben, dass gerne es nicht klebt. Wird wunderbar, wird das. Wird sehr schön. Und er muss gar nicht schon die Größe haben, sondern wir geben ihn jetzt rein, dass man noch gut transportieren kann, was möglich ist. Wenn man hier so auf so eine Schneidunterlage nimmt, mit der kann man auch drunter gehen und kann es dann reinkleiden lassen. Und jetzt schaut es doch schon richtig gut aus. Ja, als wird man es können. Stört sich nicht, wenn ich schon einen Teil vom Rand da hochdrücke. Nee, es muss gar nicht so hoch sein, der Rand. Und jetzt wollte ich Ihnen nämlich zeigen, wie das mit dem Rand gut funktioniert. Wenn man hier die Rolle hat, ich mache mir die dann auf 4 Teile. Und das ist dann wie Norden, Osten, Süden, Westen. Man, okay, man macht hier wieder kleinere Rollen noch und kann die dann außen anlegen und festdrücken. Dadurch, dass ich mir von vornherein 4 Teile mache. Wie hoch soll es denn werden? Ja, es gehen nur die Beeren und ein bisschen Guss rein. Also wir schieben das ein bisschen zusammen, dann passt es auch.
So, wo waren Sie denn im Süden? Jetzt komme ich mit dem Norden schon dran. Genau. Und so stellen wir sicher, dass wir hinterher überall noch für den Rand was haben. Da haben wir noch ein Stückchen. Dann können wir da noch was auf den Bogen mit drauf tun. So, da kriegen wir noch einen Rest. Das ist gleich, wo ich arbeite und wo Sie arbeiten. Das ist alles okay. So, jetzt müssen wir den Mürbteig noch ein bisschen mit der Gabel einstechen unten. Der Mürbteig neigt dazu, dass er sich dann hebt. Darum sticht man ihn mit der Gabel ein. Da kann praktisch die Luft, die drunter entstanden ist, entweichen. Dann kommen schon die Beeren oben drauf. Die kann man auch mit dem Teigschaber drauf. Also ich habe jetzt eine Mischung aus Heidelbeeren und Johannisbeeren. Die Johannisbeeren haben wir im eigenen Garten. Die verwende ich sehr gerne dafür. Aber nur Johannisbeeren ist immer relativ sauer. Also da haben wir fast gar keinen Fruchtzucker drinnen. Und wir versuchen ja einen Kuchen zu backen, der auch gern gegessen wird. Nicht nur einen, der sehr gesund ist. Ne? Sondern es soll ja auch noch die Freude beim Essen und dann das richtige Essen ist für mich immer die Kombi, die zählt. Also bunt schaut es schon mal aus, da mag man gern Neid beißen. Ja. Genau. So, jetzt machen wir einen Guss oben drauf. Okay. Dazu brauchen wir zwei Eier. Nehmen wir gleich die Glasschüssel. Gerne. So. Dann kommt etwas Schlagsahne mit drauf. Habe ich hier abgemessen schon, 100 Milliliter. Und dann kommen noch 2 Esslöffel Vanillezucker mit rein. Wenn wir da ein Schäufelchen nehmen, gibt es einen Esslöffel. Das ist auch sowas. Ein Schäufelchen. Also. Ja. Na, volles Schäufelchen, sonst haben wir es da sehr sauer drinnen. Perfekt. Okay. Ja. Und Sie hätten gern 2 davon? Nee, 1. Schade. Darum soll es voll sein. Ja, das war hier nochmal Vanilleschote, wenn man zum Kochen benutzt hat, nicht wegwerfen, sondern mit dem Zucker in ein Schraubglas oder in ein Gefäß haben Sie immer Ihren eigenen guten Vanillezucker und ja, haben die teure Vanilleschote noch bis zum Ende verwendet. Wir schlagen das durch. Geben den Guss oben drüber. Das Alko verschlagen ist. Ich hole noch mal den Teigschaber, dass wir den Zucker da drinnen auch rausbringen. Der mit dabei ist. Und jetzt kommt die Tarte so ungefähr 20-25 Minuten in den Ofen. Bei 180 Grad. Das Ei muss dann natürlich vollkommen gestockt sein. Und dann hoffen wir, dass sie uns allen gut schmeckt später. Ja, bin ich sicher. Also, Sie haben ihn rein, ich hole ihn raus. Lecker. Jawohl. So, unser Kuchen ist fertig. Und ja. Irgendjemand hat sich da schon ein Stückchen geholt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das sein könnte. Also, ist mir gänzlich fremd. Also, ich war das nicht, weil mein Stück ist ja noch hier. Nicht mehr lange. Meins ist auch noch hier, denn wir setzen uns jetzt hin und wir wünschen Ihnen allen beim Nachmachen dann einen guten Appetit. Aber eins muss ich noch korrigieren, ne? Das ist nicht Ihr Stück und das ist mein Stück. Nein, nein. Ich sehe das schon, wer das ist. Auf Seite gebracht hat, den kurz einfach. Ja. Okay, haben Sie da nicht aufgepasst im Kindergarten? Nein, habe ich nicht aufgepasst. Tut mir leid, aber das korrigiere ich nachher. Ich bin ja noch bereit, ein Stückchen abzugeben. Okay. Von außen betrachtet jedenfalls, das kann ich nochmal wiederholen, ja. Und beim Nudelholz, Achtung. Ist aus. Nicht so schön. Nee, man muss auch nicht weiter, sondern immer nur
Das ist. Ja. Ich zeige Ihnen das mal. Also mit dem normalen Holz geht es besser. Meinen Sie? Finde ich. Wichtig ist, dass man. Aha. Das ist gar nicht schlimm, das geht nachher wieder zusammen, dass man nicht mit dem Gewicht immer hin und her, sondern... Man sieht gleich, dass ich kein Bäcker bin, sondern... Das macht gar nichts. So. Jetzt habe ich meinen Ehrgeiz entwickelt, jetzt bleibe ich dran. Aber wir müssen es auch noch da reinbekommen. Ja, kein Problem. Okay. Ihr Trick ist... Große Hände. Nicht alles so weit ausrollen und dann... Innen drin noch ein bisschen drücken. Wir machen das nochmal von vorne. Das ist nicht mehr. Nee? Das ist Butterzucker. Okay. Ich habe für beides zum Beispiel. Für Puderzucker und für Mehl. Also ich nehme den großen.